Die Klappe fällt für deutsche Fernsehgeschichte. Mehr als 90 Folgen. Mit Stars, mit Action und mit Leidenschaft. Ein Schauspielerleben für die Serie. Und Roll Sound. Auf der ganzen Welt unterwegs mit verrückten Kapitänen. Nein! Ja. Doch! Oh. Heute wie schon 1981. Geschichten über Liebe und Leben von Menschen an Bord auf mittlerweile 5 Traumschiffen. Und ganz selten auch auf Nussschalen. Was sagt der Wetterbericht? Der Wetterbericht ist gut. Natürlich stets bei Traumwetter. Mit einer Crew, die monatelang unterwegs ist, um Romanzen auf Reisen rund um den Globus einzufangen. Exklusive Einblicke in die Traumwelt der Traumschiffmacher und ihren vielen prominenten Darstellern. Bitte. Hallo, liebe Traumschiff-Fans. Legen Sie mit uns ab und diesmal zu einer wahren Weltreise. Erleben Sie mit uns Highlights, Stars, kuriose Geschichten aus 40 Jahren auf See. Und schauen Sie exklusiv zu, wie die aktuellen Folgen gedreht wurden. Viel Spaß dabei! Die allererste Folge. Gedreht wird größtenteils noch in einem Hamburger Atelier. Die ersten, die wir abfertigen. Ist ja auch das erste Mal, dass wir auf so einem Dampfer fahren. Ist ja gut, Hermann. Einer ist von Anfang an dabei. Dampfer, wenn das der Captain hört. Dieser Dampfer stampft am 22. November 1981 zum ersten Mal durch die Wohnzimmer. Und für so manchen Schauspieler beginnt damit eine Karriere auf See. Wie für Chefsteward Victor, alias Sascha Hehn. Was darf's denn sein? Na, wie immer beim Traumschiff. Herz, Schmerz und die große Liebe. In der ersten Folge finden Ursula Monn und Manfred Krug zueinander. Jeder findet irgendetwas in dieser Folge und das ist das erklärte Ziel. Es muss was zum Lachen sein, es muss was zum Weinen sein, es muss irgendeine schöne Liebesgeschichte für die Mama sein. Das ist entscheidend. Über 35 Jahre ist Wolfgang Rademann dabei und bei allen Dreharbeiten an Bord. Großproduzent und Starmanager, immer auf der Suche nach neuen Ideen. Die findet er im amerikanischen und auch im DDR-Fernsehen. 1976 wird er auf eine 9-teilige Serie im Ost-TV-Programm aufmerksam. Zur See erzählt Geschichten von Erlebnissen auf einem Handelsschiff. Unterhaltsam. Nur die Dialoge lassen manchmal erkennen, woher die Reihe stammt. Tja, damit wäre alles erledigt. Danke, Genosse Chefinspektor. Also danke, Genosse Carsten. Gute Fahrt. Und als er deine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Danke. Und das war so ein Frachter, glaube ich, von Rostock nach Kuba. Und da dachte ich mal, was machen die denn da? Und ich war ja Westberlin, da konntest du das Ostfernsehen gut sehen. Und dann kam die amerikanische Serie Love Boat. Und da war ich nun großer Fan. Und da habe ich alles umgerührt in einen Topf. Wisse, reingeschmissen, die DDR-Serie, das Love Boat. Die Serie hieß ja am Anfang Hallo, Herr Kapitän. Und dann haben wir gesagt, ein blöder Titel. Und kurz vor Drehbeginn haben wir das Ding auf Traumschiff umgezwitscht. Ja. Die Ziele? Überall da, wo es schön ist. In 40 Jahren reist das Traumschiff zu über 70 Traumplätzen rund um den Globus. Oft dorthin, wo sich viele bis heute keine Reise leisten könnten. Die Punkte zeigen, wohin die Fahrten jeweils gehen. Eher selten in den Norden. Und das hat einen Grund. Ich habe ja mal zu Wolfgang gesagt, Mensch Wolfgang, warum machen wir nicht mal Ostsee Rügen? Hier gibt es doch keine Palmen. So. Und man muss es ganz klar sagen, das hat er mir persönlich gesagt. Wolfgang Rademann hat das Traumschiff erfunden, weil er die Schnauze voll hatte vom schlechten Wetter Januar, Februar in Berlin. Mistwetter, typisch für uns hier in dieser Jahreszeit im Winter. Damals ist mir auch die Idee gekommen, ein Traumschiff zu machen, eine Sendung, wo man einfach in diesen trüben Tagen bei dieser ollen Soße von Nebel und Wolken und Regen, dass man einfach Palmen, Sonne, blaues Meer, all das, was das Herz erfreut im Winter, den Zuschauern bringt.
Ein einfaches Rezept, das aufgeht. Seit 1981 auf 5 verschiedenen Schiffen. Produziert wird während des laufenden Kreuzfahrtbetriebs mit Passagieren. Das erfordert zwar eine ausgeklügelte Logistik, ist aber günstiger als im Studio zu drehen. Die weite Welt per Schiff. Für manche Darsteller erfüllen sich heute Kindheitsträume. Ich bin mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Mein Papa war Alleinverdiener. Wir sind nie in die große, weite Welt verreist. Wenn es ganz gut lief, dann sind wir mit dem Auto einmal im Jahr nach Bibione gefahren. Und nach 40 Minuten gab es die erste Pause, weil die Fahrt zu lang war. So, das waren so unsere Urlaubsziele, die wir hatten. Und natürlich, wenn du dann plötzlich die fernen Ziele gesehen hast, dann hast du davon geträumt und hast gesagt, wow, da möchte ich auch einmal hin. Das ist nur Show. Normalerweise muss mich Petra gar nicht schminken. Genau. Ich bin naturschön. Ja. Aber für euch haben wir das ausnahmsweise jetzt mal gezeigt. Gemacht, ne? Ja. Florian Silbereisen ist in Namibia. Seit 2019 spielt er den Traumschiffkapitän Max Perger. Es sind Aufnahmen für die Folge, die am 1. Januar 2022 im ZDF zu sehen sein wird. Und dabei gibt es Stress für den ersten Mann an Bord. Die gespielte Rangelei wirkt harmlos und ist doch nicht ohne Risiko. Wir haben einen Stunt. Und das Schwierigste ist immer bei Stunts, dass der, der das Opfer ist, sich nicht verletzt. Deswegen müssen wir da immer gut aufpassen und sehr vorsichtig sein. Wir fangen immer in Slow-Mo an, dass dem, der dann am Schluss irgendwie fällt oder eine abkriegt, dass dem nichts passiert. Das geht nämlich im Eifer des Gefechts sehr schnell. Bitte gehen Sie. Verschiedene Blickwinkel, kurze Schnitte. Dadurch wirkt es später dramatischer. Das Gerangel ist ungewöhnlich für den Kapitän und seinen namibischen Mitspieler. Das ist mein erster Kampf im Fernsehen. On TV. Meine auch. Literally my first time. Ja. Für uns beide das erste Mal. Hat Florian schon mal eine Kampfausbildung gemacht? Nein, ich hab früher, damit ich ein bisschen in Form bleibe, ein bisschen Boxtraining gemacht, aber das ist jetzt was ganz anderes. Es ist kein Fight, es ist ja nur so ein Abwehren. Wir haben so eine leichte Diskrepanz, aber mehr auch nicht. Bitte gehen Sie. Ein weiterer Mitspieler ist Tidiane Jermaine Diallo aus Hamburg. Er ist zum ersten Mal dabei. Nicht wenige Akteure konnten durch Rollen im Traumschiff schon auf sich aufmerksam machen. Ich bin sehr, sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Also für deine Karriere schon vielleicht ein kleiner Sprung. Auf jeden Fall, es ist ein Startup, es ist mein erster großer Dreh. Wir brauchen dich. Okay. Gut, wir werden leise, bitte. Das Traumschiff ist auch für ihn etwas völlig Neues. Den namibischen Schauspieler Philemon Ndongo. Vor diesen Dreharbeiten hatte er noch nie von der erfolgreichen Serie im deutschen Fernsehen gehört. Wie viele Zuschauer in Deutschland? 8 Millionen? Ich bin total begeistert. Gerade weil mich 8 Millionen Menschen im Fernsehen sehen werden. Wir sind gerade mal 2,5 Millionen Einwohner in Namibia. Das ist aufregend. It's an exciting time. Aufregend, ja. Aber zurzeit nur bei den Landdrehs. An Bord muss die weite Welt derzeit elektronisch mit Hilfe einer Greenbox herbeigezaubert werden. Denn durch Corona liegt das Traumschiff seit 2020 in Bremerhaven fest. In der Wesermündung auf- und abzufahren, ist halt die neue Zeit, an die wir uns alle gewöhnen müssen. Aber es ist natürlich anders, als wenn die Durchsage kommt, Originalton, Guten Morgen in Paradies, wir sind Bora Bora. So wurde ich wirklich in Bora Bora durch die Borddurchsage geschickt. Und als Katholik sage ich, wenn das das Paradies ist, bitte Hölle. Nicht weniger als 5 Kapitäne steuerten die Traumschiffe bisher durch die Weltmeere. Nummer 1 ist Günther König als Kapitän Braske bis 1982. Herr Kapitän, sagen Sie, ist es hier wirklich so tief? Ja, das ist hier ziemlich tief. Und wenn was passiert? Was soll denn passieren? Es ist schönes Wetter. Außerdem haben wir Rettungsboote reichlich. Und wir haben Rettungsringe, noch mehr sogar. Und da oben ist die Funkstation, die ständig Verbindung mit anderen Schiffen hat. Dreharbeiten zu den Folgen mit Nummer 2. Meine Damen, meine Herren, liebe Gäste.
Heinz Weiß. Über 17 Jahre steht er als Kapitän Hansen auf der Brücke. 1994 übergibt er seine Mütze an eine Frau, Hannelore Elsner. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Sie das Schiff genauso gut steuern werden wie ich. Danke. Ein großer Moment der Zeitgeschichte. Ein magischer Augenblick der Zeitwende. Doch nur eine Folge lang. Denn mit Siegfried Rauch geht der Job des Kapitäns wieder in Männerhand über. Bis 2013 steuert er das Traumschiff. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ihm folgt Sascha Hehn als Kapitän Viktor Burger. Welch ein Aufstieg auf der Karriereleiter an Bord. Sehr gerne ein Bett. Ahoi und gute Reise. Denn in den ersten 16 Folgen war er der charmante Chefsteward Viktor, als notorischer Herzensbrecher. Ich hätte Sie gerne etwas gefragt. Mit Barbara Wusso kann er an alte Zeiten anknüpfen. Habt ihr das gesehen? Das ist echte Liebe. Und schon 38 Jahre lang. Genau, denn sie kennen sich noch aus der Schwarzwaldklinik. Doch 2019 verlässt auch Sascha Hehn die Brücke des Traumschiffs. Dann kommt er. Dies ist sein allererster Auftritt als Kapitän. Florian Silbereisen übernimmt das Ruder, nach einer Gastrolle 2 Jahre zuvor. Hallo zusammen. Mein Name ist Maximilian Parger. Ich bin der Neue und komme jetzt öfter. Ich konnte nicht schlafen, als ich gelesen habe, dass Sascha Hehn von Bord gehen wird. Ich saß in einem Hotel in Tirol, das weiß ich noch ganz genau. Und ich habe diese Schlagzeile gelesen. Und ich war ja eben schon mal hier als Offizier und kannte alle Verantwortlichen hier. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und habe dann nachts um 5 unter einer Nummer meinen Manager angerufen und habe ihm geschrieben. Und er hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ist irgendein Problem oder willst du Kapitän werden? Und dann habe ich gesagt, das Zweite. Florian Silbereisen weiß, dass er kein ausgebildeter Schauspieler ist. Traumschiffregisseure wie Helmut Metzger werden daher zu Lehrmeistern für ihn. Helmut, wir lernen uns gerade kennen. Bitte nehm mich hart dran. Sag mir, was schlecht ist. Sag, das war Mist. Und arbeite mit mir. Und das wollte ich nur von Anfang an eben in den Raum stellen. Man darf mich anpacken. Ich möchte mich verbessern. Das ist mein Ehrgeiz an mich selbst und ich möchte eben nicht stehen bleiben. Und Helmut macht das erfreulicherweise. Und ja, das Schönste ist ja, wenn man bei einem Schauspieler nicht mehr sieht, dass er schauspielert. Und darauf weist mich dann der Helmut immer wieder mal drauf hin. Und das ist für mich eine große Hilfe und eine große Stütze. An diesem Tag laufen die Dreharbeiten für die aktuelle Traumschiff-Folge Namibia. Alles muss perfekt sitzen. Der Kapitän hat einen großen Auftritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Namibia ist nicht nur berühmt für seine grandiose Natur und seine artenreiche Tierwelt. Es ist dieses ganz besondere Licht. Weniger perfekt ist der Ort. So müssen auch in dieser Folge die Filmtricks helfen. Stelle genannt. Denn noch immer befindet sich das Traumschiff in den Weiten der Werftanlagen von Bremerhaven. Doch die Stammcrew lässt sich davon nicht die Laune verderben. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser zweiter gemeinsamer Drehtag. Erster. Unser zweiter gemeinsamer Erster. Unser zweiter gemeinsamer erster Drehtag, ja. Das ist richtig. Das wäre geklärt. Dann können die Proben beginnen. Mit der neuen Bordärztin Jessica Delgado alias Colleen Ulmen-Fernandes. Sie ist auch dabei, wenn das Traumschiff am 2. Weihnachtsfeiertag nach Schweden reist. Die Position kommen. Probe und bitte. Captain, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Natürlich. Worum geht's denn? Geht um Oliver. Also sie kann viel. Als Autorin, Moderatorin, Schauspielerin. Aber war noch niemals Bordärztin auf dem Traumschiff. Ich habe gerade in Berlin gedreht, als die Anfrage kam fürs Traumschiff. Und ich habe sehr gefroren bei diesem Dreh. Ich musste in Sommerkleidung in einer Pfütze herumstehen. Es regnete. Und dann ploppte die Nachricht auf, möchtest du die neue Ärztin beim Traumschiff werden? Und ich stand da frierend und dachte, ja, Sonne.
Ich will unbedingt. Und da ahnte ich aber noch nicht, dass das Schiff in Deutschland stehen wird und dass wir jetzt hier beim Traumschiff auch frieren. Nun ja, in den Kabinen ist es ja immerhin warm. Und dann im senkrechten Winkel und schnell. Ja, im 90 Grad. Von der Krankenschwester der MS Amadea möchte Colleen an diesem Tag lernen, wie man korrekt eine Spritze setzt. Denn später soll alles stimmen. Und mit richtig Wumms. Genau. Umso langsamer man es macht, umso mehr tut es weh. Keine Angst, es ist nur eine Filmspritze. Die Kanüle ist präpariert, zieht sich zurück. Entscheidend für Colleen ist, dass man nicht merkt, dass sie keine Medizinerin ist. Sie will einfach überzeugen. Ich finde es immer gut, wenn es so aussieht, als wüsste man, was man tut. Weil mich nervt es selbst beim Fernsehen, wenn ich Leuten ansehe, dass sie keine Ahnung haben von dem, was sie da machen. Und ich bin so perfektionistisch. Ich muss das immer einmal, ich muss wissen, was ich tue. Ein Halbgott in Weiß gehört auf dem Traumschiff von Anfang an dazu. Hier spricht Dr. Jensen. Er ist weniger bekannt, denn der Bordarzt, hier gespielt von Horst Hagen, hat anfangs noch eine Nebenrolle. Psychischer Zustand war nicht gut. Und wie lange sind Sie damit schon in Behandlung, Herr Krause? Seit 3 Jahren. Das ändert sich 1983 mit Horst Naumann, hier in einer Szene mit Rudolf Schündler. Der Bordarzt gehört schnell zu den Hauptakteuren auf dem Schiff. Mit langer Dienstzeit. Erst 27 Jahre später wird in einer Traumschifffolge sein Abschied von Bord gefeiert. Als Überraschungsparty im Film. Das ist eine solche Gemeinheit von euch, mich dermaßen hinters Licht zu führen. Hast du wirklich geglaubt, niemand würde sich für deinen Abschied interessieren? Ab 2011 betreut er die Krankenstation. Ah, guten Morgen. Morgen. Nick Wilder. Alles okay? Trinken Sie das hier. Ist das alles? Ein Kater kann ich keine Wunder vollbringen. Als Dr. Wolf Sander kuriert er nicht nur kopfschmerzgeplagte Kreuzfahrtdirektoren. Er muss auch musikalisch etwas können. Probe mit Sarah Engels. Gut, und an der Stelle möchte ich, dass wir es das zweite Mal reingehen, okay? Okay. Und dann nochmal. I feel wasted, but I can't find my way home. Das Traumschiff wäre nichts ohne seine Stammbesatzung. Gemessen an Dienstjahren hält eine den absoluten Rekord. Wer wohl? Wir haben eine Frau an Bord, die durch die Gabe zur rechten Zeit das richtige Wort auszusprechen schon wahre Wunder bewirkt hat. Herzlich willkommen an Bord. Sie kann in ihrer unnachahmlichen Art auf Passagiere zugehen. Wiedersehen. Das will ich doch nicht hoffen. Spannungen auflösen, Emotionen abbauen. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen. Und sie fühlt sich verantwortlich für die menschliche Harmonie hier an Bord. Ja, aber wenn es um die Liebe geht, dann machen wir schon mal eine Ausnahme. Unsere Chefhostess Beatrice. Sie sind doch immer diejenige, die genau weiß, was an Bord vor sich geht. Die Schauspielerin Heide Keller war von Folge 1 an dabei und mehr als 30 Jahre lang die Chefhostess Beatrice von Ledebur. Tag. Entschuldigung, sind Sie hier zuständig? Ja, ich weiß nicht, ich bin hier die Hostess. Ich habe dies gerade gelesen. Das ist die Alarm- und Feuerordnung. Wolfgang Rademann hat sie für das Traumschiff entdeckt. Auf seine typische Art. Und die Rolle ist ja auch im Laufe der Zeit dann erst richtig gewachsen. Also am Anfang war sie noch, sagen wir mal, ein schöner optischer Kleiderbügel, ja. Und sie hat sich dann aber im Laufe der Jahre ganz schön nach vorne gerobbt und hat eine Position, heute kann man auf sie nun ja nicht mehr verzichten, ja. Was für eine Frau. Ein Prachtweib. Auf Beatrice. Nach 80 Folgen nimmt sie ihren Abschied. Beatrice, starke Frauen weinen nicht, hat das entschieden. Und deshalb ist die Traurigkeit, hält sich jetzt beim Spielen auch Gott sei Dank in Grenzen.
2018 geht Heide Keller von Bord des Traumschiffs. Und 2021 von dieser Welt. Ah ja, sowas wie dich, das vergisst man eben nicht so schnell. Als Barbara Wusso 1996 eine Gastrolle übernimmt, ahnt sie noch nicht, dass sie hier einmal zur Stammcrew gehören wird. Die Tatjana aus Frankfurt, die gibt's nicht mehr. Mein Name ist Eva Reimann und ich bin die Pächterin dieser Boutique. Ein Kompliment. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt macht Barbara Wusso Karriere auf dem Traumschiff. Als Hoteldirektorin Hanna Liebhold. Willkommen im Team. Im Film verpasst sie beinahe das Schiff. Schnell, wir müssen mein Schiff erreichen. Wo ist es? Ich habe keine Ahnung, wir müssen los. Die Geschichte hat einen realen Hintergrund. Barbara Wusso wird auf einer falschen Insel abgesetzt und nachts per Fischerboot zum Schiff gebracht. Und irgendwo ganz dunkel am Horizont kam ein Licht und dieses kleine Licht war dann die MS Amadea. Und oben ging eine Luke auf und es kam eine Strickleiter raus. Und ich habe dann noch gesagt oben zu den Herren, sag, wie soll ich da jetzt mit dem Daunenmantel und mit der Handtasche da raufsteigen? Auf einer See, auf die Strickleiter, wie soll ich denn das machen? Ja, ja, das schaffst du schon, das schaffst du schon. Und dann kamen ganz süße Arbeiter hier vom Schiff, also die Stewards, und die mir gesagt haben, ja, you are a strong woman, you can do it. Und ich kletterte, also mein erster Einstieg als Frau Hoteldirektorin war eben mit einer Strickleiter auf offener See, mitten in der Nacht bei fahrendem Schiff. Eine Geschichte aus dem wahren Leben, nachträglich ins Drehbuch geschrieben. Stramme Leistung, Frau Kollege. Ich werde doch nicht gleich am ersten Tag mein Schiff verpassen. Die ersten Schritte im Fernsehen macht Barbara Wusso in der ZDF-Serie Die Schwarzwaldklinik. Ihr Vater Klaus-Jürgen Wusso ist in der Hauptrolle des Chefarztes zu sehen. Hallo Schwester. Hallo. Wieder ist Wolfgang Rademann der Entdecker. Er produziert die erfolgreiche Serie und engagiert die damals 24-jährige Barbara als Schwester Elke. Ja, Wolfgang ist sowas wie mein Doktorvater. Er hat mich damals besetzt und ich hatte noch nie Fernsehen gemacht vorher. Und wie er dann in Vertragsverhandlungen mit meinem Vater war, kam ihm dann die Idee, Mensch, das wäre doch witzig, also wäre ein Gag, wenn die Kleine auch mitspielen könnte. Und aus der Klänen wurden dann 5 Jahre Schwarzwaldklinik und mein Beginn im ZDF und im deutschen Fernsehen. Captain, Sie wollten mich sprechen? Seit mehr als 4 Jahren hat die Schauspielerin Barbara Wusso als Hoteldirektorin Hanna Liebhold einen festen Platz in der Crew. Nicht nur sie hat Wolfgang Rademann viel zu verdanken. Er gilt für viele als ein Übervater des Teams. Über Jahrzehnte. Er war ständig um uns Kollegen herum, hat also seine Augen überall gehabt, hat genau gespürt, wenn irgendwas fehlt, wenn jemand was braucht und wenn es nur ein kleines Gespräch war oder ich gehe mal mit dir essen am Abend, nur wir zwei allein oder so. Naja, ich sag ja, wie ein Vater so. Ja, ich hoffe, es klingeln dir jetzt die Ohren da oben. Im Januar 2016 stirbt Rademann. Gute Reise, Wolfgang! Ein Schock für das gesamte Filmteam. Während Dreharbeiten für eine neue Folge erfahren sie von seinem Tod, nehmen symbolisch Abschied von ihrem großen Lotsen. Die Reise geht ohne ihn weiter. Und da erwartet Barbara Wusso ein außergewöhnlicher Einsatz. Seid ihr alle bereit? Ja. Und Roll Sound und Action. Proben für eine noch nicht gesendete Folge, weit ab im Indischen Ozean. In dieser Szene soll Hoteldirektorin Hanna mit einem Kleid auf Tauchgang gehen. Doch das Vorhaben wird zur wahren Belastungsprobe. Weil das Kleid Auftrieb erzeugt, trägt sie darunter schwere Bleigurte. Regisseur Helmut Metzger ist bei ihr. Okay, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Schön langsam. Was der Film später nicht zeigen wird, ist die Herausforderung für die Darstellerin. Super. Die Gewichte sind schwer, aber die Szene ist noch lange nicht im Kasten. Okay, Achtung, wir können Achtung, drehen. Wir drehen. Noch einmal das Ganze. Rettungstaucher passen auf Barbara auf.
und vor allem auch ihr Regisseur Helmut. Und Cut. Okay, ich habe auch... Halt dich fest. Ich bin doch schwerer, als ich dachte. Ich esse nichts mehr hier. Ja, du hast 7 Bleigewichte dran. Ja, heute Abend. Da die Szene wie immer aus verschiedenen Perspektiven gezeigt werden soll, muss Barbara noch einmal ins Wasser. Jetzt soll sie schweben, ohne Gewichte. Okay. Ja? Ja. Okay. Wie war das? Ich glaube, die war gut. Ich würde jetzt mal gucken, was wir gedreht haben. Ich werde die Barbara nicht mehr weiterquälen. Wir schauen jetzt, was wir haben. Barbara, sollen wir das nochmal versuchen? Alles im Kasten. Und Barbara erlöst. Die Schwierigkeit war, ich war etwas schwerer als normal. Und dieses wunderschöne rote Kleid wickelte sich ständig wie ein Algenteppich um meine Beine. Aber das soll ja schön aussehen. Und für Schönheit tun für Schauspieler sehr viel. Das Bild ist wichtig. Das Bild ist wichtig. Ich muss jetzt mal ausatmen. Hallo? Barbaras Filmpartner Daniel Morgenroth als DAF-Kapitän Martin Grimm. Er steuert 2019 das Traumschiff nach Sambia. Unter den kritischen Blicken seiner Untergebenen. So will es das Drehbuch. Euch ist doch wohl klar, dass ich das hier nicht zum ersten Mal mache. Ja. Gut, dann runter von meiner Brücke. An Bord ist er 15 Jahre zuvor schon einmal zu sehen. In einer anderen Rolle und das gleich doppelt. Das kann doch nicht wahr sein. Glaubst du mir jetzt, dass ich in Gefahr bin? Auf was für Typen hast du dich da eingelassen? Daniel Morgenroth hat in der DDR seine Schauspielausbildung absolviert, spielt viele Jahre am Theater. Privat hätte er gerne die Welt gesehen. Nach der Wende eröffnet sich ihm auf einmal die Chance, dies mit dem Beruf zu verbinden. Und dann kam irgendwann der Anruf von Wolfgang Rademann, dem Produzenten, ob ich mir denn so nach dem Motto, na, im Theater, da habt ihr ja gehört, ja, bist du eine große Nummer, aber würdest du dann auch mal so was machen, ja. Und ja, und dann ging es halt groß, in die große, weite Welt hinaus. Und er meinte dann so, erinnere ich mich noch, so, leider hätte er noch kein Buch, ja, das ist leider noch nicht fertig, aber er könne mir die Route sagen, wo es so lang geht, ja, da war dann Australien, Neuseeland oder was ich weiß, so. Da habe ich gesagt, danke, ist schon in Ordnung. Also mit dem Buch, das können wir dann später klären. Ja, ich komme mal mit. In der aktuellen Folge schlägt sich Daniel durch Namibia. Drehbesprechung mit dem Regisseur. Diese uralte Wasserpumpe soll er wieder zum Laufen bringen. Diese beiden Hebel und dann macht es. Dann kriegst du ordentlich einen Auspuff ab. Und dann freuen sich alle und tanzen. Die Szene um die Pumpe wird für die Komparsen übersetzt. Action für die Bewohner dieses Dorfes. Sie gehören zu den Khoi Khoi und den San, kurz Khoi San genannt. Sie gelten als die älteste heute existierende Bevölkerungsgruppe der Welt. Auch ihre Klick- und Schnalzlaute gehen, wie Wissenschaftler diskutieren, auf eine bedeutende Ursprache des Menschen zurück. Jetzt geht es darum, sie mit Regieanweisungen zu verbinden. Das ist überhaupt nicht chaotisch. Die machen das zum ersten Mal. Die haben ja alle keinen Fernsehapparat. Die wissen gar nicht, was die hier tun. Dafür machen sie es großartig. Die haben Spielen auch verinnerlicht. Okay, back to one, please. Die 55A1, die erste. Marker. Und Action! Die erste Probe wird gleich mitgedreht. Die Drehbuchidee ist, die Komparsen sollen in dieser Szene jubeln, weil Staff-Kapitän Martin Grimm ihre uralte Dieselpumpe wieder zum Laufen bringen wird und sie somit wieder über fließendes Wasser verfügen. Doch es gibt Probleme. Die Dreharbeiten müssen erst einmal unterbrochen werden. Es geht nicht weiter. Denn das über 60 Jahre alte Gerät streikt wirklich. Die Dieselpumpe lässt sich einfach nicht starten.
bin ich 40 drauf, jetzt fliegt das Ding. Regisseur Helmut Metzger läuft die Zeit davon, denn das Tageslicht verändert sich. Und auch Daniel macht so seine Erfahrungen mit dem Gerät. Wenn es nicht will, will es nicht. Und die Kurbel hakt dann ein und schlägt zurück. Und wenn du die Hand dann nicht rechtzeitig weg hast, ja, dann hast du ein paar blaue Flecken. Und ist schon was passiert? Nur der Nagel abgehauen, also das geht. Das ist nicht schlimm. Aber man rätselt gerade, wie wir das lösen. Weil das ist auch gefährlich, wenn die Kurbel drauf steckt und sich dann Wahnsinnsspeed mitdreht, wenn hier Leute drumherum stehen. Das kann man so nicht machen. Unzählige Startversuche später. Regieassistent Lars wird zum Helden des Tages. Kamera B, 752, 2, und jetzt soll es hoffentlich auch beim Drehen funktionieren. Wenigstens dieses eine Mal. Es klappt. Das Gerät hat seine Schuldigkeit getan und verschwindet wieder. Gemeinsam mit dem Filmteam aus der Ferne. An Bord des Traumschiffs darf natürlich er auf keinen Fall fehlen. Harald Schmidt. Herr Klaasen! Es ist mir eine Ehre, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Wenn ich Sie um eine Widmung... Hier bei Proben 2019 mit Schauspieler Götz Otto. Sie haben das Buch gelesen? Mehrfach. Seine Bewerbung bei Wolfgang Rademann verfasste Harald Schmidt einst in seiner Show. Am Schluss habe ich dann in die Kamera gesagt, und übrigens, ich käme gerne mal aufs Traumschiff. Und am nächsten Tag war ein Fax von ihm da, ob das stimmt. Und ich habe zurückgeschrieben, ja. Und so kam ich aufs Traumschiff. Seitdem spielt er den zerstreuten Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Mal irrt er durch Metropolen wie Tokio. Mal umgarnt er auf seine ganz eigene, tollpatschige Art die Crewmitglieder. Sie umbringen. Das werde ich als eindeutiges Ja. Liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie zu meiner allerersten Galarede begrüßen zu dürfen. Tatsächlich hält er auch einmal die Schlussrede. Kapitän will Schmidt trotzdem nicht werden. Ich habe lieber wirklich diese leicht schusselige Figur von Oskar Schifferle. So, das ist eine Rede halten oder dann irgendwie sagen, hier wurden zwei Menschen zusammengespült, die das Schicksal zu Recht getrennt hatte und so, was man am Schluss immer sagen muss. Da sage ich dann doch einfach lieber, ich muss ja eigentlich immer denselben Satz sagen. Meine Künstler sind noch nicht an Bord. Ja. Oh doch, das sind sie. Neben ihm haben es nämlich in den 40 Jahren Traumschiff unzählige Stars an Bord geschafft. Comedians wie Bülent Ceylan und Özkan Kosar sind zu Weihnachten 2021 zum ersten Mal dabei. Auch für sie hat sich ein Kindheitstraum erfüllt. Man hat ja als Kind, habe ich wirklich gedacht, da kommst du nur mit dem Schiff hin. Flugzeug habe ich gar nicht gedacht. Also nur mit dem Schiff kommt man da hin. Und das ist natürlich so, wo man sagt, wow, da willst du mal drauf. Als wenn, dass ich jetzt selber drauf bin, ist natürlich, ich muss mich echt immer mal wieder kneifen und sagen, hey, ich spiele gerade im Traumschiff mit. Wie viele haben Sie die Serie einst vom heimischen Sofa aus verfolgt? Für die Kartoffeln. Man hat es natürlich auch durchgesäppt, meinen Eltern geguckt und so. Also, und das ist ja das Interessante. Obwohl meine Eltern fast kein Deutsch verstanden haben, haben die es angeguckt. Ja. Weil man kann ja ungefähr diese Szenerie erahnen, so Liebesgeschichte. Und man weiß, da ist was passiert. Oder oh, jetzt haben die ein Problem. Und deswegen war da auch ein Spannungsbogen für die, die es nicht verstanden haben. Manche Superstars kommen mit einem spektakulären Auftritt. So wie Thomas Gottschalk 2009, in der 60. Folge. Thomas, wo bist du denn? Wie immer, über dir. Manche Stars spielen sich selbst. Stop. Helene Fischer übernimmt eine Rolle. Los, beim Frauen schließen. 2013 ist sie... Franziska Stein, ich bin die neue Reiseleiterin. In Ordnung, gehen Sie. Selbst Udo Jürgens ist dabei. Herr Jürgens! Herr Jürgens! Ja, was ist denn? Sie haben Ihre Tasche im Flugzeug vergessen. Oh mein Gott, darin sind die Noten für meine Silvestershow. Ja? Das
war ja im letzten Moment. Ein Glück. Aber bitte mit Sahne. Und nicht nur das. Udo Jürgens hat für das Traumschiff sogar Filmmusik komponiert. Entschuldigen Sie. Passagiere haben hier keinen Zug. Dreharbeiten mit Sigmar Solbach und Gaststar H.P. Kerkeling. Aber zu den Kabinen geht's da lang. Nein, nicht nach meinem Kabin. Ratet hier lang. Beim 30-jährigen Jubiläum spielt er einen verwirrten Experten für Meeresschildkröten. Und 2011 bekommt das Traumschiff auch Besuch von Otto Walkes. Er spielt sich selbst am besten. F, das ist die Freundschaft, die du mir ständig gibst. T, das ist die Treue, weil du mich wirklich liebst. H, das ist das Herz, das für mich schlägt bei Tag und Nacht. Tu alles zusammen, ja, dann heißt es Gnillip. Auch ölig. Echten Serienjunkies ist sie heute noch ein Begriff. Linda Evans aus der US-Serie Denver Clan. Die Zusage von ihr und anderen Stars überrumpelt gelegentlich die Traumschiffplanung. Da kommen auch zum Teil Stars, von denen man noch eine Woche zuvor nichts gewusst hat. Hier hatten wir zum Beispiel Linda Evans. Für sie war das seit langer Zeit mal wieder ein Kontakt zu Deutschen. Aber sie hat nicht gewusst, dass die Deutschen Deutsch reden, aber sie Englisch spricht. Was beim Drehen kompliziert war. So ist das nun mal. Kinder bleiben Kinder und Eltern bleiben Eltern. Haben Sie auch Familie? Familie? Ich habe einen ganzen Clan. Und noch ein US-Star aus den 80ern war mal dabei. Der Dallas-Bösewicht. Wie heißt er noch gleich? Ja, ich werd verrückt. Oh, yes, yes, Larry Hagman. Larry Hagman. Er dürfte vielen inzwischen bekannter sein. Joko Winterscheid. Er spielt den erfolglosen Bruder von Kapitän Max Pager. Anlaufschwierigkeiten beim allerersten Dreh. Aus Kuba, spottbillig. Da kann ich die komplette Staffel, die komplette... Das ist ein Traum, den ich nie hatte, weil er so absurd schien, dass er niemals Realität werden würde. So, und das ist aber, glaube ich, so tatsächlich, ne, wenn man beim ZDF ist, kann man ja auch in dem Beispiel bleiben. Das ist was wie Wetten, dass. Die Drehorte an Bord und auf der ganzen Welt erfordern eine gigantische Planung. Jedes Mal, bis ins Detail. Rund 10 Tonnen Ausrüstung werden für die Filmaufnahmen rund um den Globus geschippert. Da darf nichts fehlen. Alles muss präzise geplant und verzollt sein, transportiert, auf- und abgebaut werden. Und das alles während des laufenden Betriebes auf einem Kreuzfahrtschiff. Eine logistische Herausforderung ist es, Team und Equipment ans Ziel zu bringen, wie hier in den Etosha Nationalpark. Doch auch wenn die Dreharbeiten erfolgreich verlaufen, kann hinterher noch etwas so richtig schief gehen. Wir haben 2014 auf Mauritius gedreht und wir hatten die ersten 6 Tage gedreht, die Filmrollen nach Hause geschickt und bekamen dann eine Rückmeldung vom Kopierwerk, dass von 30 Filmrollen 27 belichtet waren. Wir vermuten, dass die am Zoll geöffnet wurden, können es aber natürlich oder konnten es natürlich nicht beweisen. Auf jeden Fall mussten wir das nachdrehen. Seit alles elektronisch aufgezeichnet wird, kann das zum Glück nicht mehr passieren. Um den Dreh und die Schauspieler kümmert sich eine rund 35-köpfige Crew. Sie arbeiten Hand in Hand und das schon seit vielen Jahren. So wie Ida Arndt, seit 28 Jahren als Maskenbildnerin auf dem Traumschiff tätig. Ja. Als ich damit anfing, in den 90er Jahren, da gab es ein Telefon, da gab es auf See den Funker. Da musste man ein Telefonat anmelden, dann hat das irre viel gekostet. Eine Kollegin hat mal ihr ganzes Gehalt vertelefoniert, weil sie zu Hause verliebt war, wie blöde. Also auf alle Fälle hat der Funker mitgehört und war dann sehr gut informiert, was da auf dem Schiff wirklich los war. Auch Oberbeleuchter Patrick Fuchs ist schon lange dabei. Ein Vierteljahr oft unterwegs, denn es werden mehrere Folgen am Stück gedreht. Sowohl das Traumschiff als auch die Kreuzfahrt ins Glück. Viele meiner Kollegen haben Familie oder Lebenspartner, mich eingeschlossen. Und das ist schon schwierig. Also das muss man schon können und wollen. Und auch die Partner müssen das mitmachen. Ich mache es trotzdem weiterhin sehr, sehr gerne, aber man zahlt auch oder man kann auch durchaus einen hohen Preis für diese ganze Geschichte bezahlen.
Viele Schauspieler haben nur wenige Drehtage. Manche aber, wie Barbara Wusso, werden länger disponiert. Okay, ja, ich dich auch. Da muss man schon einen sehr verständnisvollen Ehepartner haben und Kinder, die das also auch sagen, okay, Mami, wir schaffen das schon ohne dich. Und das ist natürlich eine Absprache gewesen. Helmut Metzger ist einer von mehreren Regisseuren, die bisher für das Traumschiff gearbeitet haben. Doch er und die Crew stehen im Frühjahr 2020 plötzlich vor völlig neuen Herausforderungen. Von Kapstadt aus soll es aufs Schiff gehen. Das klappt auch zunächst. Doch dann kommt Corona. Keine Häfen dürfen mehr angelaufen werden. Es geht auf direktem Weg über den Atlantik zurück nach Deutschland. Drehplanänderungen, 2 Wochen lang viele Unsicherheiten. Der Teamgeist ist besonders gefordert. Wir sind alle zusammengeschweißt. Auch jetzt mit meinem dritten Traumschiff fühle ich mich da schon als Teil dieser Familie. Hier kommt jeder, jeder ist für den anderen da. Und das zeigt sich gerade in so einem Moment. Gemeinsam mit Passagieren werden Masken genäht. Der Zusammenhalt aller ist gefragt, auch mit den Schiffsleuten. Colleen Ullmann-Fernandes ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht dabei. Und doch ist ihr etwas aufgefallen. Es ist hier einfach ein ganz besonderes Teamgefühl, was ich tatsächlich bei kaum einer anderen Produktion so erlebt habe. Und ich glaube, dass dieses wohlige Gefühl, was hier herrscht, und dieser wirklich gute Umgangston miteinander, dass sich das auch auf den Zuschauer überträgt. Das ist vielleicht eine von vielen Erklärungen für den Erfolg der Reihe. Warum sich das Traumschiff 40 Jahre auf See halten konnte, hat Medienwissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg interessiert. Unter anderem scheinen gerade die Feiertage eine besondere psychologische Wirkung beim Zuschauen auszulösen. Für mich erklärt sich das aus so einer Art von Nostalgieeffekt, die genau diesen Effekt hat von, ich kann mich wieder als Kind fühlen und gleichzeitig aber auch distanzieren davon, ein bisschen belächeln. Wie man halt die Weihnachtszeit bei der Familie teilweise vielleicht auch belächelt, aber auch gut findet. Also Traumschiff, wenn man es möchte, ist so zum Weihnachten unserer Zeit geworden. Sehnsuchtsziele in aller Welt. Ergreifende Schicksale und immer ein Happy End. Spätestens beim Captain's Dinner. So will das Traumschiff auch 2022 wieder in See stechen. Harald Schmidt findet, daran sollte man festhalten. Unbedingt. Meine Devise ist ja immer, wenn man das Publikum nicht mehr sehen will, noch 20 Jahre. Ich werde alt. 40 Jahre Traumschiff, ja. 40 Jahre Silbereisen. Ist das Zufall oder Schicksal? Die letzte Einstellung für dieses Mal. Wieder in Bremerhaven. Und bitte. So, wir sind wieder an Land. Danke, dass Sie dabei waren und hoffentlich dabei bleiben bei den nächsten 40 Jahren Traumschiff. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Die nächsten 40 Jahre? Wer weiß, welche Ziele das Traumschiff noch ansteuern wird?